weiter geht's heute mit dem Transatlantik Cup, der heute ansteht. Und damit legen wir los. Hier bei Drive Club und damit herzlich willkommen zurück. Ja, ich wusste, dass sie die 7-Pro-Finale nochmal fahren. Erste Rennen habe ich damals gewonnen. Zweite Rennen habe ich mich weggedreht, bin Vierter noch geworden. Und im letzten Rennen leider auch nur Zweiter, hatte ich schon auch wieder fast gehabt. Also der Porsche ist für mich irgendwo nicht schlagbar. Warum auch immer nicht. Na gut, egal, wie dem auch sei. So. Wir nehmen den hier. Habe ich Bock drauf. Und los geht's. Erreichen Platzierung Top 4. Erreichen Platzierung Top 4. Ja, schauen wir mal. Gucken wir mal, wie wir es hinkriegen heute. Der Ferrari aber. Der geht aber ganz schön in die Eisen. Nimm mal mit, nimm mal Platz. Das ist der Porsche. Jo, ist der Porsche. Der Porsche ist der Porsche. Ist mir gerade egal. So, wir haben das Prozent und wir führen dieses Rennen an. Was ist das gar nicht wegdrehen oder guck mal, kann ich mal die Füße weg. Das ist sogar beide Aufgaben gewesen. Die 252 haben wir geknackt und die Positionssituation haben wir. Jo! Das ist der BRC Mono. Alles klar. Den erste führen wir auf jeden Fall. So, transatlantischer Pokal heißt das Ding hier. So, jetzt wollen wir noch ein Rennen und dann holen wir uns, dann gewinnen wir das. Und dann haben wir es soweit schon mal die Aufgabe geschafft. Könnt ihr mit eurer Scheiß-Vollbank nur anfangen?
Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich von zu Hause wäre. Ich meine, ich habe jetzt gegengehalten, aber er hat doch schon versucht, mich zwei Mal von der Strecke zu holen. Ich bin momentan noch Platz 7. Das würde natürlich wahrscheinlich nicht reichen, das Ding in der Hause zu holen. Das hat er mich selber gerade ein bisschen geärgert. Indem man nicht versucht hat, wegzurammen, hat er sich weggerannt. Das sieht sich. Da rennt sich also eher der Porsche. Das ist jetzt egal. Achter noch gewonnen. Ich dachte schon, der wird dann irgendwie nochmal. Kommt dann nochmal als Dritter, aber das. Hat er die Socken gekriegt. Der Ruf hat am Ende Platz 6 nur geholt. Ja, von mir wird es nicht sein. Mir auch jetzt egal. Ich hab ja recht. So, da haben wir so endlich mal wieder ein Event. Mit zwei Siegen. Was wir beim letzten Mal ein bisschen verkackt haben. So. Den Transatlantik-Kampf haben wir abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Marussia Drift und dem Maplewood Motorsport Park. Bis dahin und tschüss.